Wunderschönen guten Morgen am zweiten Advent und Nikolaus. Oh ja, es ist Sonntag und Nikolaus und zweiter Advent. Ich meine Kerzen schon brav angemacht gehabt, aber ich habe festgestellt, man kann es nicht sehen, also habe ich es wieder aus. Heute sieht man das ein bisschen besser, das mein schönes Teil. Ich finde es immer noch cool. Ja, und heute darf ich ja mein Nikolaus, 6. Dezember, Türchen aufmachen. Ich mache mal gleich auf, atme nicht länger. Ne? So. Und. Ich hatte recht. Es war ein Buch drin. Ist ein Buch drin, nicht wahr? Aber ist egal. Früher morgen. So. Und. Oh, das ist ein Buch, was auf meiner Liste steht. Ich habe es noch nicht, aber. Ich habe es. Wild Like a River von Kira Moon. Das ist doch. Das war eh. Das hatte Das ist doch cool. Ja, ich lese euch einmal den Klappentext vor. Haven lebt als Tochter eines Rangers in einem von Kanadas Nationalparks. Nirgends fühlt sie sich wohl wie in der wilden Natur. Menschen hingegen verunsichern sie. Sie weiß nie, was sie sagen, wie sie sich verhalten soll. Die meisten Leute findet sie seltsam. Doch dann begegnet sie Jackson, einem Studenten aus der Stadt. Er bittet sie, ihm ihre Welt zu zeigen. Und plötzlich ist da jemand, der all das, was sie bisher allein erlebt hat, mit ihr teilt. Ein verwirrend schönes, aber auch schmerzhaftes Gefühl. Denn Jackson muss bald wieder zurück in seine eigene Welt. Das finde ich toll. Als hätten sie geahnt, dass ich das haben wollte. Ich habe mein Schatz. Dabei habe ich gestern ein neues Buch angefangen. Jetzt hätte ich das am. Ja, ich habe gestern. So. Bin ich, habe ich es gestern nicht weit gelesen, weil ich exakt gesagt habe, nicht so weit, sonst hätte ich heute die ganze Nacht und hätte solche Augenringe. Oh, das war sehr gut. Aber jetzt bin ich am Überlegen, ob ich das hier erst mal lese. Nein, nein, ich lese erst das andere fertig und fange das heute Abend an. Ich habe heute Zeit. Genau. Ich werde jetzt noch schnell der Schlüssel der Magie, die Diebin, fertig lesen. Oh, das fängt so gut an. Ich musste mich gestern zwingen, nicht weiter zu lesen. Es fing ganz normal an, war richtig gut und dann dachte ich mir, muss weiterlesen. Und dann dachte ich mir so, nein, du musst schlafen. Ja, 5 Minuten später habe ich weitergelesen und ich so, nein, jetzt Schluss. Du schläfst jetzt. Du brauchst den Schlaf. Und naja, es hat sehr lange gedauert, bis ich geschlafen bin. Mein Kopf hat gesagt, nur noch ein paar Minuten. Und dann, ja, genau. Ich weiß ja, was meine paar Minuten sind. Und dann sind das Buch fertig schon. Ich schaue auf die Uhr und denke mir, wann willst du schlafen? Genau. Aber ich habe heute den ganzen Tag Zeit, muss heute nicht arbeiten. Also werde ich das eine Buch zu Ende lesen. Das neue Buch vielleicht anfangen. Oder vielleicht auch komplett lesen. Ja. Oh, und oh, ich sehe gerade. Da gibt es auch noch eine Karte dazu und Text. Das sieht nach. Oh, persönliche. Oh. Gerade erst entdeckt. Da ist auch noch eine persönliche Widmung drin. Und dann noch und auf der Karte wird erklärt. Oh. Okay. Also. Mir gefällt auch das Cover so cool. Also dann, ich wünsche euch auf jeden Fall auch einen schönen zweiten Advent und Nikolaus. Und ich hoffe, ihr hattet auch was Schönes in eurem Türchen. Oder vielleicht war der Nikolaus auch da, weiß ich ja nicht. Dann hoffe ich, ihr habt auch was Schönes bekommen. Und dann sehen wir uns morgen wieder zu Türchen 7. Ja, ich muss mich dann irgendwann mal heute
auf die Suche nach dem Türchen machen. Ja, aber es wird langsam weniger. Also dann, bis dann. Tschüss.